US-Präsident Joe Biden wird am 10. Oktober für 3 Tage nach Deutschland kommen. Das hat das Weiße Haus auch offiziell bestätigt. Und damit ist es der erste offizielle Deutschlandbesuch in seiner 4-jährigen Amtszeit. In Berlin trifft er unter anderem Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Damit will der 81-Jährige das enge Bündnis zwischen den USA und der Bundesrepublik noch einmal markieren. Im Mittelpunkt stehen die bilateralen Beziehungen und der Ukraine-Krieg. Als Präsident war er bisher lediglich beim G7-Gipfeltreffen in Garmisch-Partenkirchen 2022 dabei. Und bei einem Zwischenstopp auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein. Zuletzt war 2016 der damalige Präsident Obama zu einem Staatsbesuch nach Berlin gereist. Bidens Amtszeit endet am 20. Januar 2025.